ZSL1 CV Update wird Ihnen präsentiert von Swiss Life und dem Hotel Meiringen, Ihres Hotel im Berner Oberland. Wir sind Zürich und wir sind heiß aufs Derby. Wir erwarten heute EHC Kloten, wo ins Hallenstadion gereist ist. Das Hallenstadion, das seit 1949 geheimet ist von unserem Z. Wie lange noch, das wird sich morgen an den Urnen zeigen. Mein Jahr ist natürlich schon längst eingeworfen, deshalb können wir uns jetzt erstmal einem Brennpunkt vom heutigen Abend widmen. Wir haben Duell wie Roman Wick gegen Vincent Praplan und wir hoffen natürlich, dass es heißer zu und her geht vor Martin Gerber wie vor Lukas Flühler. Obwohl Zürich viermal in Serie jetzt gerade gewonnen hat, ist eins klar, im Derby gilt Verlieren verboten. EHC Kloten ist im ersten Drittel früh mit 1-0 in Führung gegangen. Der Patrick Thoresen hat jetzt aber auf Zuspiel von Chris Baldisberger für einen Ausgleich gesorgt. Aktueller Spielstand ZSC Lions 1, EHC Kloten 1. Die zweite Derby-Niederlage ist leider Tatsache. ZSC Lions verliert gegen den EHC Kloten mit 2-1. Neben mir steht Severin Blindenbacher. Was macht es im Moment so schwer gegen Kloten? Ja, ich glaube, Kloten ist immer sehr gut eingestellt gegen uns, das merken wir. Im ersten Drittel haben wir extrem Schwierigkeiten gehabt. Ich würde sagen, im zweiten, dritten Drittel waren wir überlegen gewesen. Hat es bei einem Mauer geheissen und irgendwie haben wir den Böck einfach dann nicht reingebracht schlussendlich. Und eben Derby ist immer etwas Spezielles. Jeder kann jeden schlagen und ja, jetzt ist Kloten 2-0 in Führung diese Saison. Du bist beim 1-0, wo Kloten geschossen hat, gerade in der Szene gewesen, auf dem Spiel gestanden. Was ist dort aus deiner Sicht schief gelaufen? Ja, ist irgendwie einmal mehr haben wir den Böck nicht wirklich rausgebracht und ja, der Hollenstein hat die Situation recht gut gelöst, indem er den Verteidiger gesehen hat von innen, der oben runtergelaufen ist und der hat irgendwie das Goal hineingeschossen. Zu der zweiten Drittelspause ist es 1-1 gestanden. Was sagt man sich da noch in der Garderobe, in so einem Zeitpunkt, und was sagt da der Hans Walz und so? Ja, eben zu dem Zeitpunkt sind wir eigentlich besser gewesen. Wir haben nur im ersten Drittel ein bisschen Mühe gegen sie, aber eben schlussendlich haben sie das Goal 5 gegen 3 oder 4 gegen 3 geschossen und ich meine, ja, wir haben auch unsere Powerplay gehabt. Ich denke, dass das sicher auch ein Unterschied war. Morgen steht für ZSC Lions eine historische Wahl an. Was ist dein Wahlspruch an alle wahlberechtigten Zürcherinnen und Zürcher, damit sie morgen ein Ja für die neue Arena in die Urne legen? Ja, es geht in erster Linie gar nicht mal um uns. Es geht um die ganze Juniorenorganisation. Es sind über 1300 Junioren und eben, die Situation ist einfach so im Hallenstadion, dass wir erstens mal Mieter sind da, dass wir daheim sind da, dass wir nach jedem Match müssen raus. Unsere Junioren können nicht da trainieren. Wir brauchen unbedingt viel mehr Eis für die grosse Juniorenorganisation. Und ja, go for it. Die, die es noch nicht gemacht haben, bitte ein Ja in die Turnen legen. Wenn ich gross bin, werde ich von Tausenden von Fans in einem grossen Stadion spielen. Und alle werden meinen Namen rufen. Und dann kommt der grosse Moment. Ich bin Goal! Goal! Doch damit das nicht nur ein Traum bleibt, brauchen wir die ganze Stadt. Darum stimm auch du Ja für ein neues Eishockey-Stadion. Stimm für Zürich. Stimm für Zukunft. Ja zum neuen Stadion am 25. September 2016.